Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Christian Bickel ist jetzt seit einigen Wochen oder nicht einigen Wochen, aber ich glaube ein, zwei Wochen wieder voll im Mannschaftstraining. Ist er eine Option, also vielleicht für 90 Minuten beziehungsweise überhaupt, um reinzukommen? Ja, er ist ja noch nicht voll und ganz eingestiegen. Also sicherlich, wo wir ihn noch mal so ein bisschen, wo wir es noch ein bisschen steuern. Ab der nächsten Woche wird er dann voll ins Training einsteigen können, was auch seine Krankschreibung betrifft. Da ist er dann 100% gesund geschrieben. Und dann muss man gucken. Christian Bickel macht vieles im Moment auch schon gut im Training mit dem Ball. Er freut sich auf den Ball wieder. Aber klar, ihm fehlt natürlich auch dieses Zweikampfverhalten, das Spiel gegen den Ball, wo er vielleicht jetzt noch ein paar Defizite aufweist. Aber er wird noch seine Einsatzchancen bekommen in den nächsten Wochen. Und wir werden ihn da definitiv noch mal reinwerfen. Muss man bei jemandem nicht unterscheiden zwischen sportlicher Fitness und vielleicht auch dann unter deinem System zu spielen? Also ist er da schon so weit integriert, dass du kein Problem hättest, ihn zu bringen, wenn er dann fit wäre? Er hat uns ja die ganzen Monate auch begleitet. Also er weiß ganz genau, welchen Anspruch wir an die Mannschaft haben vom Trainerteam, welche Inhalte wir platzieren und wie man sich auch in der einen oder anderen Position mit der Positionsaufgabe auseinandersetzt. Und da ist er voll und gut aufgestellt, ist da auch informiert und wird auch direkt umsetzen können. Spielfitness wird er sicherlich nicht haben, aber Christian Bickel ist halt auch für den einen oder anderen Moment auch gut, ob es eine Standardsituation ist oder aus dem Spiel heraus mit einem richtig guten Torabschluss. Und vielleicht werden wir den Moment auch in den nächsten Wochen nochmal brauchen und dann wird es eher über Kurzeinsätze sein. Über 90 Minuten hat er, glaube ich, aktuell noch keine Luft.